Hallo miteinander, heute machen wir einen Rezeptklassiker, super Biersuppe mit ein paar feinen Brotcroutons und verdammt gut. Schauen wir mal, wie es geht. Hier seht ihr alles brauchen zum Nachkochen, lasst uns Rezeptblatt haben oder auf der Bring App die Einkaufsliste, dass ihr posten könnt und das Rezept nachkochen. Die Zwiebeln habe ich gehackt, die sind hier im Bund etwas am dünnsten, die müssen jetzt glasig werden. Dann habe ich Brot geschnitten, schöne Würfel, da machen wir noch Croutons draus. Und hier die Abschnitte brauchen wir noch zum Suppenbinden. Eigelb und Rahmgemisch, das steht bereit. Und die Zwiebeln sehen mittlerweile gut aus. Dann geben wir hier das Brot mit dazu. Ein Teelöffel Honig. Für das gewisse Etwas. Dann, Sandro, einmal mehr qualitativ hochwertiges Bier. Geben wir jetzt auch dazu. Ablöschen, auffüllen. Genau. Darf natürlich nicht fehlen in einer guten Biersuppe. So, noch drittes. Ein bisschen Muskatnuss. Reisen, nicht allzu viel, nicht das Überhand nimmt vom Aroma her. Gemüsebouillon, das Ganze würzen, nicht zu viel, wir können nachher noch ein bisschen Salz dazugeben. Und dann tun wir jetzt das knappe halbe Stunde ein bisschen köcheln noch. Nach 20 Minuten geben wir Rahm und Eier mit dazu. Da gibt auch noch eine schöne Bindung drin. Gutes Aroma und das andere gibt ein richtig deftiges Süppli hier. Mit ein bisschen Calories. Ja, früher noch, oder ein recht altes Rezept, das wir hier machen. Das ist früher noch vor allem als Frühstück gegessen worden, als deftiges, mit Brot drin und Eier und Rahm. Und, ja. Früher hatten sie aber nicht so gutes Lacherbier gehabt wie wir hier jetzt. Sondern sie haben bei den Zapfsäulen so, da wird das Bier aufgefangen. Oder? Dann hat man Sepp genommen und billiger weiterverkauft und dort daraus Suppe gemacht. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen besser bedient. He? Ich glaube, da gibt es noch die bessere Suppe. Da. Dann, nach 5 bis 10 Minuten, wo der Rahm und das Eigelb mitgeköchelt hat, dann wir das Ganze ganz gut pürieren. So, dann da vorne habe ich bereits Croutons im Butter. Die tun wir jetzt hier leicht anrösten, dass sie ein bisschen Farbe bekommen. Dann tun wir die Suppe abpassieren. Sehr schön. Schmeckt schon herrlich, he? Gell? Bier schon mal ein bisschen anders. Zu den Crouton noch ein bisschen Salz dazugeben. Und die sind richtig volltränkt mit Butter. Richtig deftig Süppli. Energy. Wie? Energy. Super probieren. So gut ist vom Salz und nice. Kommt's gut. Und der Honig kommt gut. Durch die Süße, die der Honig hat, nimmt es ein bisschen das Bittere vom Bier. Okay. Also wenn etwas, das noch kocht, bitter ist, auf ein bisschen Zucker oder ein bisschen Honig oder irgendwas dazugeben, dann kommt das gut. Die Croutons haben schöne Farbe. Tun wir jetzt hier auf ein Papier, damit das Fett ein bisschen aufsaugen kann. Dann das Süppli schöpfen. Wunderschön, he? Lark gestärkt geheuen. Weiss ich es gerne. Gehst noch? Da auf dem Land. Haben wir das Ziel überhaupt raus, oder was? Ab und zu haben wir ein Fleckchen. Gut. Dann ein paar Croutons rein. Schönes Sandel, he? Sieht wirklich super aus. Dann für dich wie immer ein bisschen Garnitur. Ganz und, schön. Not too bad, hä? Probieren. Probieren! Schnurren verbrennen, wie man das sagt, oder? Nein, ist schon gut.
Ja. Sehr gut. Kann man auch machen. Spannend. Cooles Rezept. Probieren es aus. Nehmen ein gescheites Bier dazu wie mir. Und viel Spass beim Nachkochen. Ciao miteinander. Ciao zusammen.